So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die gute Velsa mit ihrer ersten Liebe wieder vereint und haben dadurch auch einen neuen Rang in der Liebesgilde erreichen können und dürfen jetzt die Hauptquest, die Hauptquest weitermachen und wir werden jetzt mit Drak sprechen und mal schauen, was er uns zu sagen hat. Saira braucht euch. Es ist immer wichtig, aber diesmal ist es besonders wichtig. Hat sie gesagt, warum? Unser gescheiterter Versuch, Magnifica Faloras Mitgift zu stehlen. Wenn wir das Grab mal mit leeren Händen verlassen, warum glaubt das Eisenrad dann, dass wir sie haben? Und wenn sie weg ist, wer hat sie dann gestohlen? Saira braucht euch für die Suche nach Antworten. Nun gut, ich werde mit dir sprechen. Wo ist sie? Ihr findet Saira im Nest. Wo auch sonst? Sie ist ein wenig in sich gekehrt. Das geht mich zwar nichts an, aber ich dachte mir, ihr solltet das wissen. Was wisst ihr über den Mitgiftbeutezug? Genauso viel wie der Rest von uns weiß. Nikolas, unser ehemaliger Gildenmeister, hatte vor, Magnifica Faloras Mitgift aus ihrem Familiengrab zu stehlen. Er nahm Saira und ein paar andere mit, die Besten unserer Gilde. Saira war die Einzige, die lebend rausgekommen ist. Was ist geschehen? Saira hat nicht über die Einzelheiten gesprochen. Sie schaute ihren Freunden beim Sterben zu, so viel weiß ich. Nikolas war nicht gerade wie ein Vater zu ihr, doch sein Tod hat sie am härtesten getroffen. Ich verstehe nicht, warum das Eisenrad denkt, wir hätten die Mitgift gestohlen. Wir dachten, man würde uns für unseren fehlgeschlagenen Versuch bestrafen. Aber ihr habt Oberinspektor Ranbik ja selbst gehört. Die Mitgift wurde gestohlen. Aus irgendeinem Grund denkt das Eisenrad, dass wir sie haben. Und sie werden uns weiter nachsetzen, bis sie etwas anderes denken. Aber warum macht sich das Eisenrad solche Sorgen um eine Mitgift? Eine Mitgift ist wie ein Sack voller Münzen. Wenn er voll ist, dann will jeder was von einem. Dann fühlt man sich wichtig. Und vielleicht ist man das sogar. Doch wenn er leer ist, dann hat niemand Zeit für einen. Deshalb verlässt sich Magnifica Falora darauf, dass das Eisenrad die Mitgift findet. Okay. Ich hoffe, wir werden eines Tages Magnifica Falora irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Die scheint ja eine sehr bedeutsame Dame zu sein. Und jetzt werden wir mit Saira reden und fragen, was denn jetzt so wichtig ist. Dass wir jetzt unbedingt dabei sein sollen. Und ich frage mich, wie viele genau umgekommen sind. Ich meine, Nikolas wissen wir ja. Saira war mit dabei, die hat sie überlebt als einzige, aber wie viele von den Liebesgilde-Mitgliedern sind denn jetzt noch gestorben? Ich spreche mit Saira. Warum? Ja. Anscheinend stinke ich irgendwie so sehr, dass ich automatisch immer ins Wasser springen möchte. Hallo. Zurück zum Grabmal? Euer Plan ist es, der größten Schmach der Gilde nachzueifern? Mein Plan ist, das Eisenrad von uns abzuschütteln. Gut, ihr seid hier. Ich möchte in Erfahrung bringen, ob die Mitgift von Magnifica Falora wirklich aus ihrer Familiengruft gestohlen wurde. Wenn dem so ist, finden wir heraus, wer das war. Und wenn dem nicht so ist, bringen wir den Beutezug zu Ende, den Nikolas begonnen hat. Was soll sie schon machen? Noch ein zweites Eisenrad schicken? Wie gehen wir es an? Wir kehren in das Aldanubia-Grabmal zurück, wobei wir die gefährlichsten Fallen umgehen müssen, auf die ich je gestoßen bin. Und dann durchsuchen wir die Schatzkammer nach allem, was wir finden können. Das klingt nach einer sehr schrecklichen Idee. Es ist ein schrecklicher Plan, aber es ist der beste schreckliche Plan, den wir haben. Bis wir wissen, was mit dieser Mitgift passiert ist, werden wir auch weiterhin in einer Zisterne leben müssen. In Ordnung, ich höre. Tertius Locke kann uns einen Vorteil verschaffen. Er ist einer der wenigen Leute, die je einen Fuß in das Familiengrab von Magnifica Falora gesetzt haben und noch am Leben sind. Okay. Nehmt Quen und holt ihn in seinem Laden ab. Trefft den Rest von uns auf der Straße nach Tarnet am Prinzentor. Kann man Tertius Locke trauen? Ich versichere euch, dass Tertius Locke kein Freund des Eisenrads ist. Er erwartet euch im diamantenen Fingerhut. Und er wird richtig unerträglich, wenn man ihn zu lange warten lässt. Was könnt ihr mir über den Mitgiftbeutezug erzählen? Nikolas dachte, sein Plan für den Diebstahl der Mitgift wäre fast perfekt. Doch das fast bringt unsere Freunde auch nicht zurück. Er hatte einfach nicht die richtigen Leute für den Auftrag. Aber ich schon. Wie ist der Mitgiftbeutezug gescheitert? Nikolas wusste um die Gefahren im Innern, aber nicht um alle. Es gab eine Falle. Wir
Ich verstand nicht, wie sie funktionierte. Erst als es schon zu spät war. Doch diesmal weiß ich, wie sie funktioniert. Und ich werde euch an meiner Seite brauchen, um sie zu überwinden. Warum ist Perseus Locke kein Freund des Eisenrads? Perseus Locke diente einst Magnifica Valora. Wenn sie die Kleider trug, die er entworfen hatte, wurde sie von ganz Tanit beneidet. Doch es gab einen Skandal und er floh hierher, außer Reichweite von Tanit. Ich weiß nicht genau, was da geschehen ist. Aber ich weiß, dass er ihr die Schuld dafür gibt. Was wisst du über Magnifica Valora? Sie ist die Erbin der Aldanobia-Blutlinie. Ihre älteste Schwester Sarifa heiratete König Faharajat. Oh. Nach dem Tod von Sarifa kamen sich Valora und der König näher. Uh-huh. Aber nicht nahe. Man nennt sie das Juwel von Tanit. Schön, kalt und hart wie ein Diamant. Sie muss aber auch so rein sein, ne? Also, finden wir Perseus Locke. Wir sehen uns dort, Partnerin. Ja. Alle anderen sollten für eine lange Reise packen. Ich bringe uns heil nach Hause. Noch mehr Versprechen, die ihr nicht halten könnt. Ach, ich liebe Velsa. Gut, dann wollen wir uns jetzt zum diamantenen Fingerhut wieder begeben. Und dann irgendwas in Erfahrung bringen, was uns hoffentlich hilft, zu überleben in dem Grabmal oder in der Familiengruft. So, das dauert jetzt wieder 3 Minuten, ehe wir hier wieder in Abbas Landung sind. So, okay. Das hat doch nicht so lange gedauert. So. Und da haben wir schon. Ich hoffe nur, dass ich... Ach, da! Okay, alles klar. Nicht, dass ich schon wieder dran vorbeirenne. Das wäre äußerst ungünstig. Ein ganz schöner Schlamassel. Vielleicht weiß der Buchhalter, was da los war. Was ist passiert? Hallo! Diese wird eine formelle Beschwerde einreichen. Welches Recht hat das Eisenrad, hier einzufallen und unsere Waren zu ruinieren? Schläger! Schläger und Raufbolde! Wo können wir was ist das für ein Name? Perseus Locke finden. Das ist genau das, was das Eisenrad sagte. Aber sehr viel lauter und mit geballten Fäusten. Als sie seinen Namen brüllten, hörte ich oben einen lauten Knall. Ein lauter Knall? Was ist geschehen? Eine Ablenkung natürlich. Das Eisenrad stürmte nach oben, während er durch ein paar lose Bodendielen wieder nach unten schlüpfte. Doch er landete den Füßen voran in einem Bottich heller Farbe. Das Zeug klebte ihm bis zum Rand seiner Stiefel. Perseus Locke hinterlässt also eine Spur aus heller Farbe in Abbas Landung. Und schon wieder sagt ihr genau das gleiche wie das Eisenrad. Die meisten von ihnen machten sich auf den Weg, ihn zu verfolgen. Der Rest stellte zuerst das ganze Zimmer auf den Kopf und folgte dann den anderen. Falls ihr ihn findet, bevor sie es schaffen, dann sagt ihm, dass Mamea eine Gehaltserhöhung verdient hat. Ja, das richte ich ihm aus. Ihr folgt Lockes Spur durch die Straßen. Ich werde schauen, ob ich ihn von den Dächern aus entdecken kann. Alles Beeilt klar. Euch. Ja, ich bin ja schon dabei. Alles gut. So. Da haben wir schon mal so die ersten Fußspuren. Hier mal die zweiten. Da. Beeilt euch! Ja, ich bin da schon dabei! Ich bin da schon dabei! Ich suche ja schon diese grünen Fußspuren, Quinn. Ihr habt Graf Hosni vor dieser schrecklichen Frau gerettet. Ein Glück sind wir die los, sag ich. Nee, Graf Hosni, wir sind Graf Hosni schon wieder. Kann mich noch nicht dran erinnern, aber ich war das bestimmt, der ihn gerettet hat. Helft mir wieder auf die Beine zu kommen. Nee, ich habe gerade andere Probleme. Ansonsten, ich kann euch eine Hand anbieten, dann kommt ihr auf die Beine. So. Wohin nun? Hier hin? Nee, hä? Ja, wo ist er denn? Hier sind die Fußspuren, die grünen. Ach so.
Achso, da unten. Alles klar. Dann wieder hier runter. Oh weh, ich bin von hier gekommen. Dann heule ich erstmal eine Runde. So. Meine Güte. Hier weiter. Dann dort. Was sollte ich mit... Okay. Frag mich jetzt. Habt ihr ein paar Münzen für einen Veteran des Allianzkriegs übrig? Habt ihr gesehen, wie das Reisenrad einen gut gekleideten Mann verfolgt hat? Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste, wisst ihr? Die Unterernährung. Ich habe gehört, gutes Essen soll dagegen helfen. Ja, bei euren Muskeln. Ich kann mir kein gutes Essen leisten. Ja, das, also anhand eurer Muskeln würde ich schon sagen, dass ihr genügend Essen habt. Ich habe keine Zeit zum Feilschen. Halt! Ihr seid die Freundin von Schleicht Leise. Ich habe euch beide in der Stadt gesehen. Der war immer nett zu mir. Ich werde euch sagen, was ich weiß. Wirklich? Nun gut, dann sagt es mir. Das Eisenrad hat den von euch Gesuchten gefangen. Derjenige, der das Sagen hatte, war wütend. Er meinte, man würde ihn zum Einbuchen bringen, weil er geflohen ist. Es gibt da einen Sandflecken vor Abars Landung, wo sie die Gefangenen zusammenschlagen. Hier, ich markiere es euch auf eurer Karte. Danke für eure Hilfe. So, wir retten ihn trotzdem. Weil wir sind ja nett. So. Da muss man hin. Okay, tiefer. Wir helfen ihm mal. Wir sind eine gute Seele, deswegen machen wir das. Außerdem, wer weiß, was es noch für eine Wendung haben wird, wenn wir ihn jetzt retten und nicht ihm den Schicksal überlassen. Weil einen Verbündeten können wir trotzdem immer gebrauchen. So, tiefer. Mein Gott, wie tiefer soll ich denn jetzt noch gehen? Ach, okay, gut. Alles klar, da kann ich ja das nächste Mal dann den Nixschrei nehmen. Wenn wir ihn gerettet haben. Das ist süß. Ich möchte auch so einen Karlläufer haben. So, ich hoffe mal nur, dass wir nicht zu spät kommen und er noch lebend zu finden ist. Und das Eisenrad macht mir jetzt nicht ganz so große Sorgen, dass es mich irgendwie umhauen wird. Hallo? Dürfte ich jemanden um ein Kissen bitten? Der Boden ist sehr kalt. Ich bringe euch gleich ja einen der Körper. Um die Farbe auszuwaschen. Wobei, der es würde wohl mit einer anständigen Schärpe gehen. Vergesst das Wasser. Den Acht sei Dank. Ich habe versucht, diesen Dummbatzen auf die Nerven zu fallen, damit sie nach meinen Fesseln sehen. Dann hätte ich ihnen was auf die Rübe geben und meine große Flucht in Szene setzen können. Aber jetzt habe ich keinen Bedarf mehr an Heldentaten. Geht es euch gut? Sie haben mich kaum angerührt. Gerade genug, um mich zu fesseln. Sie wollten wohl keine Farbe abkriegen. Ich wusste, das sieht schlimm aus. Aber ich habe ihnen nichts verraten, falls ihr euch das fragt. Sie wissen nicht, dass wir Syra am Prinzentor treffen sollen. Seid ihr reisefähig? Keine Sorge. Ich bringe schon keine ungebetenen Gäste mit. Ich ziehe keine Farbspur mehr hinter mir her und werde sie unterwegs schon abhängen. Sehen wir uns am Prinzentor? Klingt gut, lass mich euch losbinden. Oh! Ich danke euch. Papa Schnabel. Solltet ihr je euer Diebesgewand neu gestalten wollen, lasst euch von mir beraten. Das mache ich. Aber ich muss erstmal zu Tavas Schnabel gehen. Nächste Notiz. So, den schweren Sack nehmen wir auch noch mit. Und treffen jetzt hier die gute Syra am Prinzentor. Man muss halt nur zum Weg schreien, der ist dort. Und dann hoffe ich, dass der Locke uns von Nützen sein wird. Hallo. Dann möchte ich gerne hier hinreisen. Ich möchte gerne hier hinreisen.
Ich möchte gerne hier hinreisen. Och, Leute. Ach so, bitte. Blödes Krokodil. Dann wäre ich ja schon dreimal weggekommen. Ich möchte jetzt doch gerne hier hin. Danke. Auch so Seira. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal gesehen? Müssen wir überhaupt dorthin? Noch ein Stück weiter, okay. Besonderen Ort haben wir noch zwei, die wir finden müssen. Also bestimmt ist eins auch hier die Gruft von Magnifica Valora. Und bei den letzten, das weiß ich gar nicht. Sieht schon sehr prächtig aus. Ah ja, das gefällt mir. Ach, hallo Quinn. Alle sind da. Hattet ihr irgendwelchen Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig würde. Dann brechen wir ins Königreich Tanit auf. Der Weg ist knifflig. Und man wird uns als Banditen betrachten, wenn man uns schnappt. Aber um das Erreichen der Gruft mache ich mir keine Sorgen. Wenn etwas passiert... Nun, das wird es nicht, weil ich auf euch zählen kann. Bereit? Bevor wir gehen, habe ich da ein paar Fragen zu dem Altanubia-Grabmal. Was ist damit? Womit müssen wir rechnen? Diese Fallen, wilde Wächter und ganz am Ende wahrscheinlich eine Schatzkammer voller Staub. Wenigstens müssen wir uns keine Sorgen um das Eisenrad machen. Was würdet ihr davon halten, zurückzugehen? Ich würde lieber mit einer Flasche im Nest sitzen und trinken, bis Andari mich daran erinnert, dass es jetzt mal reicht. Aber ich habe hier das Sagen, also spielt es keine Rolle, was ich denke. Es ist wichtig, dass wir gehen. Ich bin bereit, ins Grabmal aufzubrechen. Das Aldanubia-Grabmal. Die Familiengräber rotwardonischer Adelshäuser sind Orte, die geehrt und verteidigt werden wollen. Oft befinden sich weit abseits bekannter Straßen in der Wildnis von Hammerfall. Nicht schlecht. So, wo finden wir uns? Ach, da oben irgendwo. Okay. Wenn ich etwas anmerken dürfte, es gibt noch einen zweiten Weg ins Innere des Grabmals. Er ist wahrscheinlich voll mit Fallen, Wächtern und einer großzügigen Menge an Staub. Staub allein lässt grüßen. Ein kleiner Preis, wenn man so dem Eisenrad entgehen kann. Wie können wir ihn erreichen? Macht euch zum Eingang des Grabmals auf. Behaltet den Wegesrand im Auge, den auf der rechten Seite. Euch sollte ein alter Pfad auffallen, der zu einem versiegelten Eingang führt. Macht einfach den Weg frei. Dann schließe ich mich euch an, um die Tür zu öffnen. Könnt ihr mich hindurchführen? Ach du Schande, nein! Die Dinge im Innern würden mich doch mit hoher Wahrscheinlichkeit töten. Doch ich kenne den Trick, um den geheimen Hebel der Tür zu betätigen. Den Rest könnt ihr doch ganz bestimmt selbst erledigen. Ich hoffe. Als ich das letzte Mal hier war, hat das Eisenrad nicht vor dem Grabmal gelagert. Perfekt. Was sollen wir tun? Schleicht voraus und sucht uns einen Weg hinein. Macht den Weg frei, wenn ihr wollt. Das Eisenrad kann nicht wirklich um Verstärkung bitten. Ihr könnt euch auch an ihnen vorbeischleichen. Wir werden euren Vormarsch beobachten und euren Schritten folgen. Gibt es einen anderen Weg hinein? Deshalb haben wir Perzios Locke mitgebracht. Er sagte etwas von einem Nebeneingang, oder? Sprecht mit ihm, bevor ihr geht. Nun gut, ich bringe uns hinein, aber mit in den Nebeneingang. Den vielleicht. Nein, okay. Vielleicht den hier? Ah, gut. Ich hab den Eingang gefunden. Da ist sie. Moment noch. Gleich ist sie offen. Hoffe ich. Das hoffe ich für euch auch. Locke. Das hätten wir. Achtet da drinnen auf Fallen. Ich sehe gar nichts anderes. Hallo. Oh. Ach so. Okay. Alles klar, ich hab's verstanden. Ei. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her?
Ach, die wachen jetzt alle nach und nach auf. Ach so, alles klar. Komm ich in der? Ah, okay, das ist auch so ein Drachenritter. Mein Gott. Das ist ja gemein. Oh, guck mal, die lächelt ein bisschen. Oh, cool, ein Gargoyle. Hat er schon lange nicht mehr. Keine Herausforderung für uns. Außer das natürlich. So. Ach, sind das schöne Grabmäler. Komme ich hier durch? Tuvaka-Säulen. Oh, verblasste Texte von Nishka, dem Symbol des Stolzes. Der Text ist mit der Zeit verblasst. Keine Ahnung. Letztes Mal befahl mir Nikolas, den Gang im Auge zu behalten. Verblasste Text von Puntro, dem Gelehrten. Im Tagebuch stehen. Irgendwas Nützliches. Verblasste Text von Puntro, der Schlange. Nikolas liebte seine Rätsel. Ihr könnt es gerne versuchen. Verblasste Text von Akishu, der Klinge. Da habe ich wieder Tagebücher hier. Okay, wir müssen an Tuvak sein, um Hudings Durchgang zu öffnen. Ich muss einfach noch mal kurz überlesen. Ich bin mir ein bisschen enttäuscht. Ich schreibe sie von. Und so standen die Geschwister auf dem Schlachtfeld, Angesicht zu Angesicht, mitten in der stillen Nacht, während die Gefallenen ihrer Armee zu ihren Füßen lagen. Die Flammen züngelten und brannten um sie herum und warfen ein fahles, goldenes Licht auf das Schlachtfeld. Dunaska stand im Norden, flankiert von seinen Generälen Akishi und Bulis. Ihm gegenüber standen Narimaya und ihren zwei engsten Berater Nishka und Punro. Die beiden wussten, dass diese letzte Schlacht sein würde, das würde das Gefecht sein, das für beide die Tore des Lebens oder des Todes eröffnen würden. Dies besagt ein Rechner, die gegen den Berater standen. So, was war das? Ach ja. Hat was schon da? Dass die Generäle zwischen ihren. Dass die Generäle zwischen ihren Beratern standen. Im Norden. Dass die Generäle zwischen ihren Beratern standen. Okay, so. Im Norden. Naska stand im Norden. Das ist Akishu. Ist ja die Frage, wie sehen die aus, was das ist. Puntru. Toll. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Schlange, wer war denn die Schlange? Oh. Wer war die Schlange? Gelehrte? Ulster Schlange. So, eine Schlange. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also schon Ahnung. Wenn man es machen müsste. So, das ist General.
Achso, Moment. Ist hier irgendwo die Schlange? So, hier. Eigentlich müsste hier das Ding sein. So, hä? Ich weiß aber nicht warum oder wie, aber alles klar. Gut gemacht. Komm, gehen wir. Ja, kommt ihr? Okay, dann wollen wir jetzt mal schauen, was uns hier noch alles erwartet. Achso, die sind schon da. Cool, wartet einfach nicht auf mich. Kein Problem. Dem Tagebuch zufolge heißt dieser Abgrund Shinjis Wahrheit. Letztes Mal kamen wir nicht rüber. Ich kann den Grund nicht sehen. Gibt es überhaupt einen Grund? Stürzt euch doch hinein, dann zählen wir, wie lange es bis zum Aufprall dauert. Quen, schleicht leise. Sucht nach Geheimtüren und Schaltern. Velsa, ihr kommt mit mir. Ich brauche eure Hilfe auf Maloks Pfad. Und was ist mit eurem Schützling? Hält mir den Rücken frei, falls mir jemand einen Dolch hineinstoßen will. Gehen wir. Cool. Kein Problem. Wenn das mich mal zusammen dorthin gehen, ich bin immer das letzte Rad wieder mal. Vergebt mir, meine alten Freunde. Was habt ihr gesagt? Nichts. Velsa, seht ihr diese Tafel? Legt eure Hand darauf, bis ich etwas anderes sage. Aus welchem Grund? Wenn ich Maloks Pfad betrete, wird mich eine Aura des Lichts umgeben. Die Finsternis kann uns nichts zuleide tun, solange ihr die Tafel berührt. Nun, was könnte euch zustoßen? Wir könnten in den Tod hinabstürzen oder die Kreaturen könnten uns verschlingen. Wohlan denn, habt viel Spaß. Velsa weiß, was zu tun ist, doch wir sollten uns vor dem Überqueren unterhalten. Aber stellt euch mal vor, man ist jetzt... Ja, Spiel. Okay, danke. Man ist eine Person weniger und hat es so weit geschafft. Das wäre echt mega deprimierend. Jenseits von Maloks Pfad liegt der Wasserkrug des großen Vaters. Eine hochgestochene Bezeichnung für eine große Vase. Dem Tagebuch zufolge brauchen wir heilige Asche aus dem Inneren der Vase, um die Schatzkammern zu erreichen. Nun, es ist soweit. Wir sollten losgehen. Was stimmt nicht? Hier sind sie gestorben. Edda, Daldur und Nikolas. Verschlungen von der Finsternis. Es tut mir leid, aber ich kann nicht darüber sprechen. Es bringt nichts, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Oder sie zu bedauern. Ich setze keinen Fuß in die Finsternis, bis sie mir nicht sagt, womit ich zu rechnen habe. Das ist nur fair. Es könnte meine Nerven beruhigen, darüber zu sprechen. Die Finsternis ist etwas Unnatürliches. Wer sie einatmet, wird krank. Noch schlimmer ist aber, dass die Wächter auf dem Pfad jeden angreifen, der nicht zu Danubias Blutlinie gehört. Und dann ist da noch der Pfad selbst. Was ist mit dem Pfad? Er ist voller Kurven und Kehren. Man weiß nie, wohin man geht, bis man dort draußen ist. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Verliert nicht den Kopf. Bleibt bei mir im Licht. Dann kommen wir schon durch. Ich werde hier niemanden mehr sterben lassen. In Ordnung, ich bin bereit. Los geht's. Kommt nicht vom Weg ab. Sonst häutet euch die Finsternis bei lebendigem Leib. Aber irgendeiner... Also, die weiß ja so. Also, am Anfang bzw. beim ersten Mal... hätte ja auch jemand seine Hand auf die Fläche legen müssen, damit ihr halt weiß, dass die Finsternis sie verschlingt und was auf dem Pfad vor sich geht. Das heißt, irgendeiner muss auch dann bewusst die Hand von der Fläche genommen haben, damit die von der Finsternis verschlungen werden oder hinabstürzen. So. Und die Tatsache, dass sie das einzige überlebt hat, lässt darauf schließen, dass sie damals diejenige gewesen ist, die die Hand auf der Fläche hatte. Und hat dann irgendwie, aus irgendwelchem Grund, noch sitzen wir nicht fest. Die Hand haltet weiter von die dem Platte Schalter gedrückt. Nehmen müssen. Und hätte damit das Leben von ihren drei Freunden auf dem Gewissen. Oder denke ich da jetzt falsch? Aber so war es doch. Oder so muss es ja gewesen sein, weil sonst wüsste sie ja gar nicht, wie das hier alles so funktioniert. Ist nur die Frage, wenn sie vielleicht
in Anführungszeichen die Verräterin ist, warum hätte sie das machen sollen? Oder was war jetzt ihr Antrieb, das Leben ihrer Freunde aufs Spiel zu setzen? Wollte sie vielleicht die Magnifica Valora, also die Mitgift, einfach so haben und reich werden? Und hat einfach nur das Gold gesehen und nicht mehr die Moral? Edda? Daldur? Was ist mit ihren Leichen geschehen? Und wo ist Nikolas? Ich konnte ihre Schreie hören, als ich den Schalter festhielt. Ich musste etwas tun, aber ich konnte nicht... Das ist eine Sackgasse. Kehren wir um. Es muss einen anderen Weg geben, den wir verpasst haben. Diese Finsternis hat kein Ende. Zaira, mein Arm wird müde. Wagt es ja nicht, die Tafel loszulassen. Ah, Gabriel. Okay. Ich meine, ich will sie jetzt nicht als Verräterin darstellen. Es kann auch sein, dass sie wirklich... Ne? Sehr aufrichtig ist. Ich meine, im Endeffekt ist ja Nikolas, ne? Den Leichnam, den wir noch nicht finden konnten. Also, sie hat selbst gesagt, wo ist Nikolas? Und die Tatsache ist, wenn Nikolas auch mit auf dieser Plattform gewesen ist, was ist mit ihm passiert? Weil er hätte sich ja jetzt so nicht einfach... Eine der Statuen hat mich seltsam angeschaut. Reizt sie nicht. Hätte ja unmöglich überleben können. Es sei denn, er ist mit der Valora irgendwie verwandt. Und hat irgendwie das Blut. Aber er hat ja... Aber ich weiß es nicht. Das sind alles so Vermutungen, die ich anstelle. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was uns hier bei der Liebesgilde erwartet. So genau. Wir haben es geschafft. Das muss die Vase sein. Entschuldigt, Wasserkrug des großen Vaters. Augenblick. Diese Lampe gehörte Nikolas. Okay. Ich sah, wie sie ausging. Ich hörte, wie er starb. Okay. Valora muss hergekommen sein, um das zu untersuchen. Sie könnte sie aufgehoben und hergebracht haben. Nikolas kann nicht überlebt haben. Oder doch? Das ist die Frage. Und die Tatsache ist, ach so, wahrscheinlich ist es einfach nur so dunkel, dass man den Weg gar nicht sehen kann. Diese Lampe gehörte auf jeden Fall Nikolas. Wie können die da so sicher sein? Ich habe sie für ihn besorgt. Ich sah, wie er die Lampe fallen ließ. Sie prallte auf den Pfad und ging aus. Dann kann ich mich nur noch an Finsternis und Schmerz erinnern. Ihr wart auf dem Pfad? Ich dachte, ihr hättet die Platte gehalten. Ich? Ja? Schnappt euch die Asche, damit wir gehen können. Ich will nicht noch mehr Zeit an diesem Ort verbringen. Irgendwas verheimlicht sie uns doch. Nehmt die Asche mit. Wir sollten zurück zu Quen und schleicht leise. Was ist hier passiert, Zaira? Was ist passiert, was ihr mir nicht sagen wollt? Oder sagen könnt? Ich meine, was, sag ich mal, den Leuten zu... Also, es ist das Mindeste, dass man denen ja sagt, was genau passiert ist, wenn man sie schon wieder in so eine Gefahr bringt. Belsa, ihr könnt die Platte loslassen. Ich weiß, was ihr getan habt. Was? Ich weiß, wie sie gestorben sind. Wie ihr sie getötet habt. Das ist armselig, Velsa. Selbst für euch. Immer die Heldin sein. Der Liebling des Gildenmeisters. Ihr seid verrückt. Ich brauchte niemandes Genehmigung. Ihr habt die Platte gehalten. Von hier aus konntet ihr die Kreaturen sehen. Sagt, wie sie näher kamen. Ihr dachtet, ihr könntet sie retten. Ihr ganz allein. Also habt ihr die Platte losgelassen, habt euch eure Waffe geschnappt und ranntet hinaus, um euch ihnen zu stellen. Ich hätte sie retten können. Denn in eurem Kopf seid ihr die Heldin. Doch das Licht erlosch, die Dunkelheit brach herein und fraß sie bei lebendigem Leib. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Und die Dunkelheit versuchte, euch bei lebendigem Leib zu fressen. Also musstet ihr euch von euren Wunden erholen. Deshalb seid ihr nicht nach Abars Landung zurückgekehrt. Zumindest nicht rechtzeitig. Ich kroch vom Grabmal weg. Die Dunkelheit. Ihr könnt euch diesen Schmerz nicht vorstellen. Ihr wart die Einzige, die die Gilde hätte warnen können. Die ihnen hätte sagen können, dass das Eisenrad kommen würde. Velsa, hört auf. Zaira, ihr wart nie eine Heldin. Ihr wart immer die Diebin. Und nun? Nun seid ihr nur ein Oh. Sieht aber auch cool aus, ne? Okay, ja, also... Okay, also... Ist sie doch an sich keine richtige Verräterin, aber hat trotzdem das Leben von den drei auf dem Gewissen, mehr oder weniger. Quen, das ist eine schlechte Idee. Mir fehlen die Worte.
Sag mir mal, wer, was ich da vor mir sehe. Wir hörten seltsame Geräusche aus dem Abgrund. Stein, der auf Stein schleift. Quen, nun. Ich habe diese unsichtbare Brücke gefunden. Ihr habt also auf meinen Rat gehört und euch in den Abgrund gestürzt. Die Asche. Verteilt sie auf der Brücke, damit wir sehen, wohin sie führt. Und Quen, trete zurück. Ja, das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Da werden wir die Asche des großen Vaters verteilen und uns den Weg über den Abgrund bahnen und dann mal gucken, was wir dann in der Familiengruft finden und wie die ganze Sache jetzt noch weitergeht. Denn ich denke mal, die Beziehung, die war ja schon ohnehin zwischen Welser und der Sayra gestört, aber dadurch, dass sie ja weiß, was passiert ist, die Welser, oder erahnen kann, was passiert ist, ist die Beziehung jetzt nur noch mehr ins Bröckeln geraten, beziehungsweise kann ich sogar die Spannung bis hierhin fühlen. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.